Willkommen zum Video des Automagazins Tuning Blog. Heute dreht sich alles um den neuen 2025 Subaru WRX TS. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Subaru bringt mit dem WRX TS eine Variante heraus, die dem heiß begehrten WRX STI sehr nahe kommt, den Subaru uns leider bislang nicht bieten will. Doch keine Sorge, mit der neuen STI-getunten Federung und vielen blauen Akzenten kommt der WRX TS dem STI-Gefühl ziemlich nahe und könnte das Beste sein, was wir in absehbarer Zukunft vom WRX bekommen. Der WRX TS baut auf der gleichen Formel auf wie der BRZ TS und bringt eine speziell abgestimmte Federung sowie zahlreiche optische Highlights in Blau mit sich. Aber der WRX TS geht noch einen Schritt weiter. Subaru hat adaptive Stoßdämpfer verbaut, die STI getunt sind. Dank des Subaru Drive Mode Select Systems, das bisher nur im WRX GT erhältlich war, können Fahrer die Dämpfer nach Belieben anpassen und zwischen Komfort-, Normal- und Sportmodus wählen. Kombiniert mit Hochleistungs-Brembo-Bremsen, vorne mit 6 und hinten mit 2 Kolben, sowie griffigen Bridgestone Potenza S007 Reifen, dürfte der WRX TS auf kurvenreichen Straßen absolut überzeugen. Leider bleibt die Leistung des 2,4-Liter-Turbomotors unverändert bei 271 PS, was jedoch für die meisten Fahrbegeisterten mehr als ausreichend sein dürfte. Optisch hebt sich der WRX TS ebenfalls von den anderen WRX-Modellen ab. Die unverwechselbare blaue Lackierung, spezielle satingraue 19-Zoll-Felgen, TS-Badges sowie schwarz lackierte Spiegel, eine Dachantenne und ein Heckspoiler verleihen dem Auto eine sportlich elegante Note. Auch im Innenraum gibt es deutliche Upgrades. Ein neues, 12,3 Zoll großes digitales Kombi-Instrument, ein STI-Startknopf, blaue Akzente und Recaro Sportsitze mit WRX TS-Logos tragen zum sportlichen Flair bei und lassen hoffen, dass einige dieser Elemente auch den Weg in andere WRX-Modelle finden. Der 2025 Subaru WRX TS wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 bei den Händlern eintreffen. Die Preisinformationen stehen zwar noch aus, aber es wird spannend sein zu sehen, wo der TS preislich im Vergleich zu den anderen 4 WRX-Ausstattungsvarianten liegen wird. Mit dem neuen Modell bringt Subaru definitiv frischen Wind in die WRX-Reihe und könnte so noch mehr Käufer in die Showrooms locken, nachdem die Marke bereits im vergangenen Jahr fast 25.000 Einheiten verkauft hat. Zum Schluss nicht vergessen, ein Abo dazulassen, um alle weiteren spannenden Neuigkeiten von Tuning Blog nicht zu verpassen.